Eine Erkenntnis dieses Wochenendes ist, Flo und Uli, ich werde von der Realität eingeholt oder überholt, was eine erstaunliche Leistung der Realität ist, weil ich ja hier seit Monaten damit beschäftigt bin, Luftschlösser zu bauen mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Und jetzt fordern die Menschen eine Vertragsverlängerung von Nikola Dovedan und steigt der erste FC Nürnberg tatsächlich in die erste Liga auf. Was bedeutet das jetzt für mich? Bin ich jetzt damit überflüssig und raus hier oder? Also, ich bin etwas ratlos. Du bist der Prophet schlechthin. Ja, aber. Wer fordert eine Vertragsverlängerung von Nikola Dovedan? Ich. Du. Ich. Und da findet sich bestimmt noch. Ich muss mal im Clubforum lesen, vielleicht. Naja. Da gibt es bestimmt immer überall jemanden. Für alles. Ich glaube, im Clubforum gibt es für alles. Für alle, ne? Ja. Jemanden, genau. Der die Position vertritt. Ja. Okay, selbst für meine Positionen. Aber es überfordert mich etwas, diese neue Situation. Solltest auf Telegram wechseln. Ja, das mache ich. Oh, das ist super. Wir haben einen Newsletter zu KADEP und jetzt werde ich noch eine Telegram-Gruppe eröffnen. Bei der nächsten Ausgabe mehr Infos dazu. Ja, dieses positive Zeugs rund um den ersten FC Nürnberg jetzt nach diesem auch noch 4:0 donnernden Sieg gegen Heidenheim, den ich übrigens angekündigt habe, auch noch meinem Freund Kerim gegenüber, der wie bekannt Eintracht Frankfurt-Fan ist und sich über die Offensivschwäche des Clubs lustig gemacht hat in letzter Zeit. Und deshalb habe ich aus Trotz am vergangenen Freitag, glaube ich, einen 4:0-Sieg angekündigt. Und es kam so. Also ich bin verwirrt. Können wir in diesem Podcast etwas Ordnung in mein Leben zurückbringen? Traut ihr euch das zu? Locker. Okay. Ja. Ihr seid nicht verwirrt. Nö, ich bin nicht verwirrt. Ich fand's auch nicht so gut. Das ist doch schön. Also wir reden über das gar nicht so gute 4:0 gegen Heidenheim. Aber erst stellt uns Thomas Korell mit seiner glöckchenhellen Stimme unseren Sponsor vor. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Weil es mir in unserer kleinen Einleitung gerade kam, muss ich noch mal kurz abschweifen. Ich habe euch ja mit Flo und Uli angesprochen. Da fällt mir jetzt noch ein, dass wir diesen Podcast noch mal erwähnen müssen, dass der KADEP heißt, obwohl es Thomas Korell gerade gemacht hat. Dass ich Fadi Keblawi heiße und ihr beide Uli Dickmeier, hallo. Servus. Und Florian Zenger, hallo. Servus. Flo und Uli, habt ihr euch ein zeitliches Limit gesetzt, ab dem ihr nicht mehr Flo und Uli genannt werden wollt, sondern Florian und Ulrich, weil es das Alter gebietet? Bei mir ist es wurscht, ich habe eher einen Namen, der sich anhört wie ein Spitzname, aber... Wollt ihr auch mit 80 noch Flo und Uli genannt werden? Oder? Ja, ich bitte darum. Also der Einzige, der mich in meinem Leben bislang jemals als Ulrich bezeichnet hat, war mein Englischlehrer. Ich weiß bis heute nicht, warum. Okay. Also das steht zwar bei mir so im Pass, aber es gibt eigentlich niemanden, der mich so nennt. Okay. Und du, Flo? Ich mag den Florian eigentlich auch gar nicht. Okay. Also ich bin voll für den Flo, was dann teilweise zu sehr seltsamen Situationen führt. Ich habe in meiner jetzigen Boss auch einen Flo, der dem das genauso geht, also einen Schüler Flo, und wenn ein Mitschüler Flo ruft, dann reagieren wir halt beide, weil ich da so drauf trainiert bin. Okay, aber eigentlich müssen sie dich ja Herr Zenger. Ja, ja, die sagen schon Herr Zenger normalerweise, ja. So ist es nicht, aber es ist halt, sie merken halt auch, dass ich drauf reagiere. Okay, also ihr glaubt, ich darf darauf hinweisen, dass auch ein gewisser Herr Hoeneß sich nicht Ulrich nennt, auch wenn er jetzt schon, glaube ich, die 70 überschritten hat. Das stimmt. Und dass dem Herrn Hoeneß recht ist, sollte mir doch billig sein. Ja, okay. Also ihr glaubt, ihr könnt mit diesen Spitznamen oder mit diesen, sind das überhaupt Spitznamen? Nee, das sind Verniedlichungen, Altern. Es sind schon Spitznamen, oder? Sind schon Spitznamen? Kurzformen, keine Ahnung. Ja. Kurzform, glaube ich. Okay. Ne?
Spitznamen habe ich andere, aber kurz vor. Das hat mich jetzt bloß mal interessiert, ob einem das vielleicht dann irgendwann mal auf die Nerven geht und man sich denkt, jetzt ganz im Gegenteil, der Flo ist bei mir eigentlich erst mit 20 oder 25 so gekommen. Also das, okay. Aber vorher bin ich halt meistens mit Nachnamen angesprochen worden, auch im Freundeskreis. Zänger. Also, ja, genau. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass manche Leute Uli dann permanent mit 2 L schreiben und ich wehr drauf, dass ich männlicher Uli mit einem L bin. Echt? Ja. Ist das die Trennung zwischen weiblich und männlich, das L? Nach meinen Erfahrungswerten, ja. Aha, okay. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Gut, hätten wir das geklärt. Entschuldigungen diese Woche. Ich habe einige sehr nette WhatsApp-Nachrichten der letzten Woche immer noch nicht beantwortet. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Manchmal verspüre ich eine große Unlust, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Geht es euch da ähnlich? Oder dieser Zwang, sofort zu antworten, ist da ja irgendwie groß und manchmal gerate ich dann in eine Trotzphase und antworte erst mit großer Verzögerung. Aber nee, da bin ich ganz schlimm. Ich habe den Impuls, immer sofort zu antworten, ja, egal was ist. Es macht mir auch ein schlechtes Gewissen, aber dann, es hat mir die Kraft gefehlt. Ja, das führt dann auch zu so Situationen, dass ich es halt in der Schule sehe und mir dann denke, jetzt musst du aber eigentlich antworten, aber du hast ja gleichzeitig zu arbeiten. Mhm. Ja, also, und für was entscheidest du dich dann? Arbeit oder Antwort? Mein Chef hört nicht mit, oder? Ja, nee. Wir sind unter uns. Ja, nee, also ist in der Regel, wenn ich nicht gerade wirklich tatsächlich in der Arbeitsphase bin, habe ich schon auch die Zeit zu antworten. Ich bin aber auch ein Lehrer, der das meinen Schülern durchaus zugesteht, weil ich auch weiß, dass manchmal das Warten drauf oder das Nicht-Lesen-Können einer Antwort noch schlechter für die Konzentration ist als das kurze, ich antworte jetzt mal. Ich antworte auch ab morgen. Das Problem ist eher, dass man den Überblick verliert so langsam, weil man nicht nur auf WhatsApp-Nachrichten kriegt, sondern auch auf Facebook und E-Mail und zum Teil sogar SMS noch und Slack und Teams. Und Teams, wir haben Teams also für uns entdeckt. Heute. Vollkommen den Überblick. Ja, also das ist bei uns in der Schule ja üblich, also wir haben Kommunikation, läuft da komplett über Teams, also die Schüler, die fragen und da kriegt man halt dann auch mal Sonntag Nachfrage dazu, wie das jetzt mit den internationalen Organisationen ist und was der Unterschied zwischen internationaler Organisation, internationalem Netzwerk und internationalem Regime ist. Und dann beantwortet man die halt schnell. Schöne Grüße an die Nadine, ich weiß, die hört's. Und was ist der Unterschied? Oh Gott, wir driften jetzt voll ab. Okay. Aber ja, versuch's in einfachen Worten. Du hast 20 Sekunden. Internationale Netzwerke sind Festlegungen auf Verfahrensregeln, also sowas wie wir treffen uns viermal im Jahr und reden über die EU. Regime sind inhaltliche Vereinbarungen, die oft innerhalb dieser Netzwerke beschlossen werden. Da legt man Prinzipien, Normen und Regeln fest. Zum Beispiel Klimaregime, da ist das Pariser Abkommen dann ein Beispiel vor. Und der Unterschied zwischen den beiden Sachen und den Organisationen ist, dass internationale Organisationen, da treten die Staaten Souveränität ab. Bei den anderen beiden handeln die Staaten selber und die internationalen Organisationen sind eben dann an Souveränität sind halt dann Organisationen, wo die Staaten Souveränität abtreten und die dann selber handeln dürfen. Okay. Das müssen sie am Mittwoch wissen, also von daher. Ja, das kriegen sie hin. Ich hab mir zugehört, aber die sind bestimmt, die sind besser in dieser Übung. Ich frage in 20 Minuten ab. Ja, das ist gut, okay. Ja, nochmal Entschuldigung, ist ja unsere neue. Ich habe noch eine Entschuldigung. Uwe, glaube ich, heißt er, hat mich auf Twitter gerügt für eine etwas einseitige Darstellung der Anhängerschaft von Dynamo Dresden am vergangenen Montag, wann haben wir da auch noch, egal, im vergangenen Podcast. Ja, hat er wahrscheinlich recht. Es sind nicht nur stiernackige, sondern gebräunte Männer mit kurzgeschorenen Haaren, sondern auch sehr viele vernünftige, nette Menschen, Anhänger von Dynamo Dresden. Und es gibt keine Bezahlkarte mehr in Dresden, Uli, das als Info hast du mitbekommen. Ja. Ja. Also da haben wir
schlecht recherchiert, beziehungsweise habe ich mir erst gar nicht die Mühe gemacht, weil ich von der Existenz dieser Karte ausging und deshalb gar nicht im Stadion versucht habe, an ein Bratwurstbrötchen zu kommen. So, ihr noch irgendwelche Entschuldigungen? Ja, ich habe gleich drei. Mhm, okay. Ich entschuldige mich erstmal bei den Hörern heute für meine Stimme und wenn ich ab und zu mal ins Mikrofon huste, aber ich bin schwer erkältet. Mhm. Punkt B, ich entschuldige mich bei der Elternschaft der Klasse 8C des NBN und den Lehrern. Ich habe nämlich kürzlich beim Elternabend in der Woche, weil wir vorhin über Teams geredet haben, es ging auch über Teams, ich bin da noch ein bisschen neu und war voller Begeisterung, weil mir auch langweilig war, habe ich dann irgendwie ständig irgendwie neue Hintergrundbilder ausprobiert. Bis dann eine Lehrerin mal gemeint hätte, so die mit den Bäumen, die wären doch jetzt, das wäre doch jetzt schön. Ich habe mich schon gewundert, bis mir meine Tochter dann heute erklärt hat, dass jedes Mal, wenn ich da was ändere, ich dann groß im Bild zu sehen bin bei dieser Konferenz. Was mir jetzt im Nachhinein dann ein bisschen peinlich ist. Schön. Und dritter Punkt, Entschuldigung an meinen guten alten Freund Mitch aus Bamberg, dessen Geburtstag ich wirklich um einen Tag verschwitzt habe. Hole ich hiermit also nochmal offiziell nach. Alles Gute zum Geburtstag, ist ein treuer Kadepp-Hörer, deswegen weiß ich, dass er das hier hören wird. Herzlichen Glückwunsch. Genau, und verbinde es gleich noch mit einem Hinweis. Alle mögen seine Klasse-Band, das Frisbee-Maul, auf Spotify anhören. Neue EP ist draußen, kannst du nur empfehlen. Das Frisbee-Maul. Mhm. Mhm. Gut. Ich sehe, es lohnt sich die Einführung dieser Rubrik, wenn Flo auch noch, oder hast wenn, du wenn mal wieder... Flo entschuldigt sich bei Andy Wolf. Aha. Weil er den nämlich vor der Saison anscheinend falsch eingeschätzt hat. Weil die sind ja dann doch, also seine Trainerfähigkeiten scheinen ja dann doch ordentlich zu sein bei den Ergebnissen, die da rauskommen. 4:0 in Freiburg, gerade in der A-Junioren-Bundesliga, oder? Habe ich das richtig? Genau, und Tabellenführer und das läuft. Obwohl er kein Laptop-Trainer ist, wie mir Roger Prinzen in dieser Woche erklärt hat, der ihn ja als Co-Trainer damals hatte bei der U23, was dann damals noch beim Club, glaube ich. Genau, also. Ja. Der auch etwas verwundert war, dass das ist, also was verwundert, nicht im negativen Sinne, er freut sich für ihn, hat er mir erzählt. Ganze Welt wundert sich, dass Andi Wolf... dass Wolfi da die Bundesliga rockt. Ja. Na gut, also, das muss man ja auch so sehen. Ich meine, 21 Punkte aus 8 Spielen, das ist... Kann kein Zufall sein. Nee. Irgendwas muss er richtig machen. Jetzt wird der erste FC Nürnberg dann auch noch deutscher Meister, das ist natürlich... Mit Andi Wolf. Mit Andi Wolf, ja. Schön. Die Bundesliga rockt. Für die Formulierung müsstest du dich eigentlich gleich noch einmal entschuldigen, Uli. Entschuldigung. Ja, okay. Angenommen, möchte ich hier nie wieder. Aber ich bin doch für den musikalischen Teil dieser Veranstaltung zuständig. Da wolltest du doch Hochkultur machen. Ach so, stimmt. Du wolltest doch darauf bestehen, dass du Diplom-Germanist bist. Nein, ich will auch vom Aufsichtsratsvorsitzenden künftig Tipps für kulturell hochwertige Filme bekommen. Eine der WhatsApps, die ich nicht beantwortet habe, Entschuldigung, obwohl sie sehr ausführlich war, deshalb ist da mein Bedauern und mein schlechtes Gewissen noch ausführlicher. So, jetzt haben wir 14 Minuten in etwa. Schaff's ohne Fußball. Ohne Fußball, genau. Und jetzt sprechen wir, haben wir noch was anderes oder... leiten wir direkt zum Fußball über. Machen wir, ne? Ja. Mit was will ich denn anfangen? Mit Nikola Dovedan. Flo. Ja. Etwas überraschend fange ich mit Nikola Dovedan an. 3- hast du. Nee, das war ein Tippfehler. Ah, okay. Den habe ich noch ausgebessert. Das ist eine +3. Ah, okay. Selbst das erscheint mir sehr streng zu sein. Wir haben ja, als wir uns noch Witze über Nikola Dovedan erlaubt haben, vor ungefähr 3 Jahren, hast du ja gerne mal erzählt, dass die, hätte man sich vor seiner Verpflichtung die, seine Zahlen aus Heidenheim angeguckt, dann hätte man schnell drauf kommen können, dass man ihn nicht verpflichten, vor allem nicht für dieses Geld verpflichten sollte. Erinnerst du dich? Ja. Ja. Haben sich diese Zahlen inzwischen so sehr verbessert, dass es die Ablösesumme im Nachhinein rechtfertigt und man ihm einen neuen Vertrag anbieten sollte? Vertrag ist ja immer die Frage für wie viel, ne? Mhm. Also, das ist ja grundsätzlich nicht die Frage, ob man jemandem einen Vertrag anbieten soll, sondern die Frage ja, zu welchen Konditionen.
lohnt sich's dann. Ich glaube, zu den jetzigen Konditionen würde ich es nicht machen, weil man durchaus jemanden von ähnlicher Qualität für weniger Geld kriegt. Okay. Zum Beispiel? Das ist jetzt der Auftrag fürs nächste Mal. Das kann ich schon rausfinden. So was hast du sonst immer während des Podcasts noch hin. Ja, aber es ist gleichzeitig Barca gegen Real. Da kann ich nicht gleichzeitig. Aber wie steht's denn? 1-0 für Real durch Alaba. Ah, okay. Wir nehmen auf, das weiß man jetzt auch am Sonntag. Es ist 17.25 Uhr und das rheinische Derby ist wahrscheinlich jetzt gerade zu Ende, ne? Mit 2-2 ausgegangen. Oh. Ja. Doppelpack Modest. Der ist 1-2, habe ich noch gesehen und dann dachte ich mir, konzentriere ich mich auf den Podcast, aber das scheine ich ja der Einzige zu sein. Also gibt es irgendwelche Zahlen, die die Leistungsexplosion von Nicola Dumme dann unterlegen? Ja, ich weiß es nicht, ob man da wirklich von einer... Ja, also es gibt diesen, wie soll ich das jetzt formulieren, es gibt den schönen Wert der Pressures, also der, wie man den Gegner unter Druck setzt, hat aber nur der grandiose Anbieter StatsBomb, der aber keine Kundenzugänge anbietet, sondern nur mit den Vereinen zusammenarbeitet und von daher müssten wir da mal gucken, wie das aussieht. Also der Kicker hätte Zugriff, ich habe keinen, aber könnte man ja mal gucken, weil das wäre, glaube ich, so das, wo ich sage, da fällt er auch am meisten auf, nämlich mit dem Druck auf den Gegner und dass er halt einfach die gegnerischen Verteidiger im Aufbau stresst. Ja. Was hast du ihm für eine Note gegeben, Uli? Ich bin dann sogar noch auf eine 2,5 gegangen. Mhm. Mich hat er am Anfang wieder genervt, weil mir da irgendwelche Bälle ständig versprungen sind. Und habe ihn dann aber im Laufe des Spiels, wie ja auch so manche anderen Spieler, immer besser gesehen. Also man muss ihm zugute halten, es war eine herrliche Ablage auf Schuranov in der ersten Halbzeit, wo er eigentlich schon das 1-0 machen muss. Übrigens nach weitem Ball von Tim Handwerk, der mindestens genauso bemerkenswert war. Ja. Dann holt er den Freistoß raus zum 3-0, scheitert mit einem schönen Schuss am Torwart. Also war in Ordnung, fand ich. Und da ich eh mal einen guten Tag gestern hatte, gab es eine 2,5. Gestern war dein guter Tag? Ja, es war sehr milde gestimmt. Okay. Unterscheiden sich eure Noten, wenn wir schon bei den Noten sind, unterscheiden die sich sehr? Ich habe die vom Uli gelesen, die vom Flo noch nicht, da wurde ich nur auf die 3,5, 3 minus aufmerksam gemacht. Aber es war ganz lustig, sorry, ja. Flo, nee, weil wir uns in der Halbzeit schon irgendwie unterhalten haben, wir saßen ja nebeneinander und ich habe ihm dann gesagt, es ist komisch, das Spiel ist eigentlich gar nicht gut, aber ich habe gerade schon so zwei, drei Spiele, wo ich in Richtung 2 tendieren würde. Und dann haben wir noch gesagt, naja, vielleicht entwickelt sich das Spiel ja so, dass man das dann am Schluss auch vertreten kann und so ist es dann auch gekommen. Ja. Dann waren es sogar noch mehr Zweier. Und Einser, oder? Und Einser, ja. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, die größten Unterschiede haben wir bei zum einen bei Möller-Deli, den du bei 1,5 gesehen hast, ich bei 2 minus. Ich habe den Vorteil, ich kann halt die Noten dann nochmal sacken lassen. Ne? Also Uli muss immer gleich nach dem Spiel sofort raushauen. Weil ich ihn dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so auffällig fand. In der ersten war er, wie immer, wenn es nicht läuft, der auffälligste. Und der andere große Unterschied, den ich noch habe, ist Esker Sørensen, den ich auf eine Plus 4 habe, weil er halt Großchancen daneben richtig schlecht steht. Das muss ich im Nachhinein, das ist, wie du sagst, der Nachteil, dass ich da relativ schnell sein muss. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und klar, bei dem Pfostenkopfball schaut er nicht gut aus. Also den hätte ich im Nachhinein auch ein bisschen abgestuft. Ich habe eine 3, glaube ich, gegeben. Da wäre ich auch in Richtung 4 gegangen. Stimmt, aber das ist mein Schicksal, dass ich da wenig Möglichkeiten habe, das nochmal anzuschauen. Ja. Weil die Pressetribüne auch unglaublich schlecht ist, was die Sichtlinie angeht. Ja. Na, weil du mich dauernd ablenkst und ich dann mich nicht aufs Spiel konzentriere. Klar, natürlich. Ja, okay. Aber so grundsätzlich sehr viele gute Noten für ein... Ja, wir haben Dings, der Uli hat als Schnitt 2,4, ich habe 2,54, also ein bisschen noch nicht weit auseinander. Dürfte Rekord in diesem Jahrtausend sein. Ja, schon. Also in der Saison auf jeden Fall. Ja. 40 Minuten lang war es doch eher... Ja, war es zäh eigentlich, oder? Es war ja nicht mal das.
Nicht mal das. Ich habe es ja nicht ins Stadion geschafft, weil ich noch putzen musste. Und dann ist mir die Zeit davon gelaufen. Prioritäten im Leben, so wichtig. Ja, weil ich so unfassbar langsam putz. Und dann musste ich es mir im Bezahlfernsehen angucken. Und ich fand es eigentlich auch in den ersten 40 Minuten schon ganz okay, weil erwachsen wieder mal. Und sie haben sich wenig beeindrucken lassen von diesen sehr aggressiven Heidenheimern, fand ich. Und haben halt dann so hinten rum gespielt. Irgendwie. Aber sind darüber nicht in Panik geraten. Und deshalb war ich dann überrascht, dass es dann nach 40 Minuten mit diesem Handwerker, weil das es dann plötzlich so explodiert ist, dieses Spiel. Du fandst es bescheuert, Flo. Ja, ich Florian. Fand, also die ersten, Florian ist grundsätzlich das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe. Es wird nur von Florian Wolfgang gesteigert, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. Okay, merke ich mir. Ja, ich fand es halt schon so, ja, eigentlich ging ja wieder mal gar nichts. 40 Minuten lang, also ja wirklich, also Heidenheim hat diesen einen Ball von Schimmer ganz am Anfang bis zur 40. Und der Club hat so zwei halbgare Kopfbälle und das war's. Also es war halt wirklich gar nichts nach vorn und das fand ich, klar kannst du sagen, ja, es ist mal wieder abgeklärt und mal wieder passiert nichts. Ja, das ist ja auch was, ne? Also haben ja auch alle die Angst und das Gefühl oder das Gefühl gehabt, ne, jetzt geht's zum sechsten Mal im sechsten Heimspiel mit 0-0 in die Pause, aber wäre dann schon auch, ja, wäre auch nicht ganz ungerechtfertigt gewesen bis zu dem Zeitpunkt, weil halt wirklich gar nichts passiert ist. Ja, Uli, die ersten 40 Minuten aus deiner Sicht, Ulrich, entschuldige. Ja, sie haben sich halt wirklich schwer getan, gegen diese doch sehr kompakt und dicht gestaffelten Heidenheimer irgendwelche Ideen zu entwickeln, beziehungsweise Lücken zu finden in den ersten 40 Minuten. Deswegen stimmt schon, es ist nicht viel passiert und ja, war, ich dachte auch, dass es wieder mit dem typischen 0-0 in die Halbzeit geht. Wir haben ja, Flo und ich haben dann darüber gesprochen und gesagt, naja, wie immer halt, ne, die erste Halbzeit, wenn man ein Bier trinken geht, macht man auch nichts falsch. Aber macht man ja nie was falsch. Macht man nie was falsch. Aber dann ist es doch noch irgendwie, die letzten 5 Minuten haben doch dann für vieles entschädigt. Ja. Auf beiden Seiten. Ne? Also muss man auch sagen, hat auch der Trainer dann eingeräumt, dass man natürlich das Momentum, wie er so schön sagt, wieder auf Clubseite war. Athen ja doch zweimal gut pariert. Schöner Satz, der morgen in deinem Text in den Nürnberger Nachrichten oder Nürnberger Zeitung steht, über das Momentum, dass man das früher einfach Glück genannt hat. Das fand, da musste ich schmunzeln. Ach, wie schön. Ist halt der Anglizismus. Ja. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob nicht Momentum und Glück dann doch noch... Es sind nur unterschiedliche. Es ist schon das Momentum kommt, glaube ich, aus der... jetzt erzähle ich wahrscheinlich Schwachsinn, aber ich glaube, das kommt aus der Physik. Das ist der Schwung, den man mitgibt. Wir sind... Das ist unser Erkennungsmerkmal, dass wir hier Schwachsinn erzählen. Deshalb. Also was? Nochmal Physik? Das ist der Schwung, der was mitgibt, der mitgegeben wird. Also das Momentum. Das ist... Also okay. Das wäre dann quasi der Schwung, den man halt mitkriegt durch die Entwicklung im Spiel. Ja, das wird mir jetzt zu kompliziert. Willst du noch was zu Physik sagen, Uli? Ich google gerade. Momentum Mori. Bedeutet was? Ja, Momentum ist nichts anderes als Englisch für einen Impuls, jetzt weiß ich's. Alles klar. Und hat es jetzt was mit Physik zu tun, oder? Ja, klar. Der Impuls, der physikalische Impuls. Ah ja. Der Schwung, den man mitkriegt, das passt schon. Okay. Aber wir können Ulis lustigen Satz trotzdem im Text stehen lassen, weil... Die Seite ist ja, glaube ich, schon freigegeben. Ja, genau. Ist eh schon gedruckt, ist eh schon zu spät. Ja. Momentum. Lino Tempelmann spielt den Ball in die Mitte und dann trifft Mats Möller-Daly aus der Distanz. Akzeptierst du das als einen Distanzschuss, Flo? Oder sagst du wieder, das ist... Ja, alles unter 20 Meter. Alles unter 20 Meter ist kein echter Distanzschuss. Und es ist vor allem auch einer, wo ich sage, selbst aus 20 Metern kannst du den nehmen, weil du ja frei anlaufen kannst und dann auch eine freie Schussbahn hast. Das ist ja immer der Unterschied, von wo du schießt. So frei war die gar nicht, die Schussbahn, oder?
Er hat es dann schön durchgedreht, das stimmt schon. Aber ich fand es insgesamt, das ist ein Schuss, den du nehmen darfst. Das ist nicht aus 40 Metern einfach mal wild draufgeballert. Vor allem hat das Momentum die Hereingabe schön abgefälscht. Das ist genau so schön vor die Füße von Müller-Deli fällt. Ich weiß nicht, wo der sonst hingegangen wäre, der Ball. Jetzt habe ich vergessen, ihn zu fragen nach dem Spiel. Das wollte ich eigentlich noch, aber... Ja. Genau so wollte. Nach dem Samstagsauftritt von Lino Tempelmann muss man davon ausgehen, dass der halt sonst direkt ins Tor gegangen wäre. Irgendwie. Also so wie er drauf war, auf jeden Fall. Fantastisch, ne? Wollen wir jetzt Lino Tempelmann huldigen? Ich habe ja das Sommertrainingslager, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle ja eh alles dreimal, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Trainingslager im Sommer ist mir Lino Tempelmann wirklich kein bisschen aufgefallen. Und jetzt am Samstag war er plötzlich der beste Spieler auf dem Platz. Weil du immer nur auf Dovedan schaust. Ja, das stimmt. Das ist, der überdeckt halt auch so viel die Schwächen der anderen, aber anscheinend auch die Stärken der anderen, weil, ja. Aber man muss ja fairerweise sagen, so wie gestern ist er wirklich noch nie aufgetreten. Also es hat sich von Woche zu Woche bei ihm stabilisiert. Ich glaube, so sein erstes Spiel, wenn ich mich erinnere, das war dann auch eher so, naja. Ja. Aber der hat sich wirklich, Trainer hat ja auch mal gesagt, der war in der Vorbereitung, war ja auch verletzt, hat noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt. Aber wenn das Level ist, was er spielen kann, dann ist das schon beeindruckend. Also diese Läufe, vor allem dieses vom 2-0, das kannst du ja einrahmen und übers Bett hängen. Also das war ja vom eigenen Strafraum bis fast zum gegnerischen Strafraum. Und da hat er mehr so Aktionen gehabt. Das waren 3-4 solche Läufe. Jetzt fragt man sich natürlich, was bei Uli Dickmeier über dem Bett hängt, wenn er sich Tempelmann Flo, gibt's Zahlen zu Lino Tempelmann, mit denen du uns, schick dich heute zurück in deine Zahlenecke. Ich finde, das haben wir ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Und im Sommer, als er kam, habe ich mal Daten verglichen und so, mit Hilfe von einem Zugang bei Matchmetrix, das ist die Firma von Sven Mislintat, mit der Stuttgart und auch Darmstadt zum Beispiel teilweise das Scouting macht, mal ein bisschen geguckt, welchem Spieler entspricht denn Lino Tempelmann in den Auftritten, die er vorher hatte. Und da kam dann relativ schnell Eduard Löwen raus und da war ich dann relativ beeindruckt. Also der gute Eduard Löwen, nicht der, der dann weg ist aus Nürnberg und dann nicht mehr keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat, sondern der Eduard Löwen in Nürnberg. Okay. Und das finde ich passt eigentlich auch ganz gut so von vielen Bewegungen. Er ist halt noch ein bisschen dynamischer, sogar noch ein Stückchen zweikampfstärker, aber so insgesamt war relativ viel deckungsgleich. Ja. Ein neuer, auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja. Also, ist 2 Jahre lang ausgeliehen vom SC Freiburg, ne? Die haben, glaube ich, eine Rückholoption nach einem Jahr, ne? Also, können, glaube ich, im Sommer wieder zurückholen. Aber generell auf 2 Jahre, aber mit einer irgendeiner Option. Das sind vielleicht, aber die Freiburg ist so gut, die brauchen ihn doch nicht. Ja wenn die Champions League spielen nächstes Jahr, da ungeschlagen sind. Ja. Und ist ja kein Zufall alles, wer hier noch ungeschlagen ist gerade. Ja. Glaubt ihr, der 1. FC Nürnberg ist in der Lage, Lino Tempelmann fest zu verpflichten? Wenn man vielleicht jetzt gleich mal anfragt. Das hört sich nach einem geschwiegenen Nein an. Das ist ein geschwiegenes, ja, also ich kann mir bei keinem der Leihspieler eigentlich vorstellen, dass man den fest verpflichten kann. Andererseits hat man letztes Jahr auch gedacht, es gibt keine Chance irgendwie, Fabian Nürnberger zu halten, jetzt ist er immer noch da und sitzt auf der Bank. Also Mats Müller-Deli zu verpflichten. Abwarten, da kann noch viel passieren. Und ja. Würde es nicht ausschließen. Okay. Heute mache ich so ein bisschen Name-Dropping. Christian Mantegna. Also durchaus auch wichtig am Samstag. Er hält halt momentan in den Szenen, wo der Spiel dann halt in eine andere Richtung kippen kann, ist er halt entweder er oder der Pfosten halt einfach da. Ja, also kurz vor der Pause
verhindert. Ja, war super gehalten. Ja, bei der einen Szene sind wir uns nicht so ganz einig, also mit der Fußabwehr, das sah ja auch relativ spektakulär aus. Ich weiß gar nicht, ob Schimmer da noch wirklich dran war an dem Ball. Ja. Aber auf jeden Fall. Der haut so ein bisschen drüber und erwischt ihn aber beim Schienbein trotzdem. Also von daher, Martinia muss trotzdem halten, weil ansonsten. Und das hat er gut gemacht. Ja. Und hat dann halt nach der Halbzeit auch das Glück, wo der Ball am Pfosten geht und dann da wieder ihm in die Arme springt. Aber ich finde, dass er auch generell momentan viel Ruhe ausstrahlt und irgendein Fernsehmoderator hat letztens gesagt, der stärkste Martinia aller Zeiten. Ja. Ich glaube, es war im Dresden-Spiel der Sky-Kommentator. Okay. Ja, und Sky-Kommentatoren haben ja echt. Widerspricht man nicht. Ja. Wenn jemand einen Plan hat, dann die. Gestern haben sie auch wieder irgendeinen Namen verhunzt. Am Samstag meine ich, aber ich hab's wieder vergessen. Wie ich ja manchmal Dinge vergesse. Okay, also jetzt haben wir Christian Martinia gelobt. Wollen wir noch bei Lino Tempelmann bleiben und seinem unglaublichen Lauf, der bei Dickmeyers im Schlafzimmer hängt, über den praktisch kompletten Platz. Wusstet ihr, dass der so schnell ist? Oder waren die Heidenheimer da so langsam gedanklich und also körperlich? Die Heidenheimer sind, nachdem das ja die sprintstärkste Mannschaft oder die sprinthäufigste Mannschaft der Liga ist, müssen die eigentlich schon Florian laufen. Günther, nee, Florian Wolfgang war es, oder was? Ja, okay. Wolfgang, ja. Ja, okay. Also dann ja noch beeindruckender, dass er da so entlang geflitzt ist. Ja, das war, also der Alex von Clubfans United hat von Lionel Tempelmann gesprochen, also würde jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit gehen, aber es war schon so, da war schon auch viel Dribbling dabei. Ja, der naheliegendere Wortwitz wäre Tempomann, aber lass das nicht die Bildzeitung hören, das ist... Oder an Andi Pöllinger. Ja, oh Gott, das schneide ich raus, versprochen. Wir hatten auch wieder ein paar interessante Überschriften am Samstag. Heidensieg oder sowas, die habe ich überhaupt nicht kapiert. Also, aber naja, die erklärt mir der Pöllinger bestimmt mal. Und noch irgendwas Komisches. Naja, wurscht. Also, Tempelmann super, danach Schuranov. Auch super, oder? Ja. Also. Ja. Wie ein Traumtor? War das ein. Gilt das als Distanzschuss? Nee, das war ja innerhalb vom Strafraum. Okay. Aber es war ja so schräg, also da waren bestimmt. Ja, auch, aber. Da waren schon einige Yards zu überbrücken, fand ich. Aber, naja. Okay. Dann Schuranov, grundsätzlich wahrscheinlich die schlechtesten Noten bei euch? Nee, Sörensen. Ja. Sörensen. Ja, also bei mir wäre es was Sörensen relativ klar, aber ja, Schuranov, letztlich, solange er das so macht, ist ja alles okay. Ich meine, es gibt andere Fußballer, die nie aufgefallen sind und dann trotzdem ihre Tore gemacht haben. Solange das passiert, ist alles gut. Ja. Und er ist ja auch erst 19 Jahre jung, wie der Sky-Kommentator mehrmals betont hat. Allein deshalb weiß ich das, sonst wäre mir das nicht aufgefallen und ich hätte ihn für einen 34-Jährigen auf Abschiedstournee gehalten. Ja, also das nächste Traumtor und dann gleich noch eins hinterher von Johannes Geis, der ja berühmt ist für seine feine Schusstechnik aus der Distanz. Danke auch dafür, Sky. Flo, könntest du kurz erwähnen, wer das Tor vorausgesagt hat? Der Uli, der neben mir stand. Saß. Sticht aber nicht mein 4:0 Ergebnistipp, finde ich. Das ist. Außerdem sagen wir, glaube ich, vor jedem Eckball oder Freistoß, jetzt fällt's. Stimmt, vor dem 4:0 haben wir auch gesagt, jetzt passiert's noch. Jetzt. Das war auch sehr schön, wie Tom Kraus sich erstmal so gefühlt feiern lässt für dieses Tor, bis er dann irgendwann einsieht, dass das wirklich... bis er dann vom Stadionsprecher entlarvt wird. Dass es zu offensichtlich war, dass er da ungefähr 3 Meter entfernt stand und halt
drauf geschaut hat, wie dieses Eigentor fällt. Ich hab's ja geschrieben, im Eishockey wäre Johannes Geist der Torschütze, dann hätte er zwei gehabt. Habe ich gelesen. Du hast auch die Mittelfeldraute diesmal Diamant genannt, was auch für Begeisterung gesorgt hat bei Liesl und mir. Ja, ist aber auch ein Anglizismus, das heißt halt im Englischen Midfield Diamond. Okay. Jetzt, wo ich endlich das Drachenviereck kapiert habe. Ja. Ich muss nämlich gestehen, kürzlich ist mir aufgefallen, konnte ich nicht schlafen nachts, war so im Bett liegen und habe über solche Dinge denke ich dann nach. Und ich habe mich dauernd gefragt, während du auf meinen Tempelmann geschaut habe, ja. Und habe mir dauernd gedacht, warum heißt das eigentlich Drachenviereck? Und ich hatte bei Drachen immer so aus der Augsburger Puppenkiste halt so ein feuerspeiendes Ding vor Augen. Nepomuk und Frau Malzahn. Ja, genau. Und dann ist mir irgendwann dieser Plastikdrachen, den man als Kinder irgendwie im Herbst hat steigen lassen, und dann dachte ich, es könnte damit zusammenhängen. Stimmt das, Flo? Ja. Ja, ja, das ist danke. Also mehr so als geometrische Figur, als Fabelwesen. Danke. Ich bilde mir ein, dass wir das in diesem Podcast genau so schon besprochen haben und dass du da nicht durchaus dabei warst. Ja, aber es hört mich dann, ich freue mich dann, wenn solche Sachen dann einfallen. Ja, gut. Ich habe ein T-Shirt, wo ein Mädchen einen Drachen steigen lässt, und zwar einen Fabelwesen-Drachen dann. Das ist dann der ultimative Wortwitz damit. Puh, du hast auch echt sehr viele abgefahrene T-Shirts, ne? Ja, ich habe letztens sogar im Unterricht, beim Unterrichtsbesuch meines stellvertretenden Schulleiters einsetzen können. Okay. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich habe nämlich ein T-Shirt, auf dem ein alter Grieche sprayt, und zwar Fuck the Polis. Also die griechische Staatsform. Genau, ich wollte sagen, könntest du jetzt bitte noch die Polis erklären in 20 Sekunden Zeit? Die Polis ist ein antiker Personalverband, den man im Deutschen oft als Stadtstaat übersetzt, aber sich nicht über das Territorium, sondern über seine Bürgerschaft definiert und so ein bisschen kulturell und religiös auch zusammen ist, und man ist in diese Polis, in diesen Bürgerverband nur durch Beschluss aufgenommen worden, und zwar immer erst, wenn man Wehrdienst geleistet hat, und der hat grundsätzlich nur Männer umfasst und auch keine Sklaven. Ja, das war jetzt mal gut erklärt. Da habe ich bis zum Ende zugehört. Während ich mit diesen Organisationsdingern immer noch, naja. Du hast zum Glück die. Das ist ja auch sehr speziell. Ich weiß ja nicht, ob du als Schüler das Wahlpflichtfach internationale Politik gewählt hättest. Hätte ich wahrscheinlich, ja. Doch. Gab's damals noch gar nicht, oder? Ja, genau. Nee, hätte ich. Aber stimmt, du hast ja dann auch Dings studiert. Noch. Dings, ja. Politikwissenschaft heißt dieses Dings. Ja. Aber gut, darüber müssen wir echt nicht sprechen, wie ich in diesem Studium so performt habe. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal, ne? Ja, wir hatten ja teilweise dieselben Dozenten, also von daher. Ja, wichtig ist zu erwähnen, dass Uli Dickmeier Germanistik studiert hat und das zu einem glücklichen Ende gebracht hat. Ja. Diplom Germanist. Polis habe ich auch sofort verstanden. Mhm. Was jetzt wieder mit Germanistik nicht viel zu tun hat. Eben, ja, aber mit deiner grundsätzlichen Intelligenz. Ja. Okay. Das wiederum ich nicht habe, aber naja. Wie sind wir denn jetzt dahin gekommen vom Drachenviereck? Wie kommen wir da wieder raus? Das Drachenviereck zu den T-Shirts. Ja, zu. Ja. Polis. Fuck the Polis. Finde ich sehr gut. Hätte ich das jetzt auch einmal gesagt. Wie sind wir aufs Drachenviereck gekommen? Übers Diamond. Über den Diamond. Midfield Diamond. Ja, und Diamond. Da der Schritt vorher. Weil du meinen Artikel ausnahmsweise gelesen hattest und ich davon sprach, dass Johannes Geis Johannes Geis doppelter Torschütze wäre im Eishockey. Ja, okay. Puh. Ein wilder Ritt. Ein Stream of Consciousness, der ins Verderben führt. Ja. Arthur Schnitzler wäre stolz. Allein würde ich aus diesem Wald nicht mehr herausfinden. Zum Glück gibt's euch. Und jetzt machen wir wie weiter? Valentini, wir haben ja noch gar nicht übers Fernschusstor von Geis richtig gesprochen, oder? Ja. Wir haben nur gesagt, dass was angekündigt hat, der Uli. Ja, stimmt. Und es ist so eingetreten, zur Überraschung aller Beteiligten, bis auf Johannes Geis wahrscheinlich.
Der hat aber im Interview danach auch so geklungen, auch, als wäre er überrascht gewesen. Der sein letztes direktes Freistoßtor gegen Heidenheim geschossen hat. Ja, aber das war ja dieser Trick-Freistoß. Das ist ja so, also... Was er Eckball oder Freistoß? Freistoß, ne? Ja, es war schon Freistoß, aber es war halt dieses Ding aufs kurze Eck da am Ende der letzten Saison. Und? Also, ja, es ist ein direktes Freistoß, aber es ist ja jetzt nicht dem Kunst, ist ja quasi nicht so diese kunstvolle Schuss, den man da jetzt vermutet, wenn man hört, direkter Freistoß. Ja, doch. Das war ja einfach nur Kevin Müller überlistet. Ja, was glaube ich, naja, egal. Trotzdem war es ein Freistoßtor, direktes. Das ist durchaus kunstvoll. Richtig, ja. Ja. Ja, haltbar. Also der samstägliche. Geht ja direkt über die Mauer, also glaube ich ja nicht. Wie gehst du eigentlich mit der Situation? Das Torwart-Eck. Wie gehst du mit der Situation um, Uli, dass du jetzt im Moment nicht mehr granteln kannst mit Blick auf den ersten FC Nürnberg? Ist es, weil ich es ja am Anfang mit meiner Verunsicherung hatte, macht das auch was mit dir? Ja, ist erschreckend. Also ich bin wirklich relativ beschwingt aus dem Stadion gefahren am Samstag. Mhm. Also war wirklich mal eins dieser Fußballspiele, wo man dann wieder so gedacht hat, ach ja, deswegen mache ich das eigentlich. Mhm. Deswegen habe ich mich irgendwann mal entschlossen, in ein Stadion zu gehen und vielleicht sogar drüber zu schreiben. Es hat einfach Spaß gemacht, die zweite Halbzeit. Ich habe mich sogar dabei ertappt, bei dem 2-0 dann so den Zeigefinger zu heben. Also das ist so ein Ausbruch von fränkischer Euphorie. Ist so, yes. Also nicht mahnend, sondern... nein, also ich habe zum Flo so rüber... So mit yes, das ja, ne, kannst du dich erinnern. Also es war fast schon ein Gefühlsausbruch. Ich habe applaudiert, das ist mein Aushalten. Ja, verboten von der Pressetribüne hinab. Ich glaub sogar Martin Funk hat irgendwas wie Ui gesagt oder irgendwas. ja, doch. Ich glaube. Grüße. Grüße an. Ja. Ja, Granteln ist jetzt gerade eine schwierige Zeit. Das wird schon wieder, glaube ich, aber momentan frönen wir der. Wird Tempelmann gesagt, brutal euphorisiert sind sie alle. Ja. Brutale Euphorie. Ja. Und steigen auf, oder? Die Frage habe ich euch in dieser Saison noch nicht gestellt, deshalb trifft es. Haben wir das nicht letzte Woche beim Podcast schon beschlossen? Wenn Fürth nach dem 8. Spieltag absteigen kann, kann der Club nach 11 Spieltagen aufsteigen. Ah ja, ich erinnere mich an was. Ja. Ja. Die armen Fürther, die habe ich gestern auch angeguckt. Sie spielen gegen sehr gelangweilte Leipziger sehr mutig mit, hätten mehr als ein Tor schießen können und sind dann doch wieder etwas vermöbelt worden in der zweiten Hälfte. Weil sie halt die Qualität nicht haben. Ja, aber es sah trotzdem gut aus, phasenweise. Also ich habe so ab Mitte der ersten Halbzeit reingeschalten. Als gerade dieses Tor fiel, das dann nicht gegeben wurde wegen Foulspiels. Und danach, also schlecht war das nicht. Aber gut, wir sind ja nicht der vierte Flachpass. Okay, der Club steigt auf, das haben wir dann letzte Woche schon beschlossen. Ja. Aber also Stand jetzt natürlich nicht, die sind Vierter, ne? Also muss man nur mal betonen. Ja. Wir waren dann nur nach dem Spiel Zweiter. Und aber trotzdem überperformen sie. Da hast du heute eine Diskussion auf Twitter mit dem sehr sympathischen Chaos geführt über Expected Points. Die gibt's jetzt auch noch. Ja. Nee, die gibt's logischerweise. Wenn du Expected Goals hast, kannst du auch Expected Points berechnen. Ja, das stimmt. Wenn man das eine erfindet, kann man Der andere auch erfinden. Kann man auch gleich erfinden. Okay. Ja. Und wir haben im Moment. Entschuldigung, ich habe eine Nachricht aus dem Kinderladen, die mich überrascht hat, bekommen. Auf Signal in diesem Fall. Aber es soll euch nicht ablenken. Nein, gar nicht. ja, du berechnest dann halt aufgrund der Expected Point Goals, die Expected Points, das funktioniert nicht so, wie es der Kicker immer macht, dass man einfach sagt, wer mehr Expected Goals hat, kriegt mehr Expected Goals hat, kriegt die 3 Punkte, sondern man berechnet, man gibt das, Qualität der jeweiligen Chancen in den Berechner ein und der sagt dir dann, wie wahrscheinlich das aufgrund dessen ist, dass das Ergebnis also das Sieg, Unentschieden oder Niederlage rauskommt und dann wird es verrechnet. Ich gebe zu bedenken, ich kann das auch nicht berechnen. Das ist so eine Monte-Carlo-Simulation. Also das ist sehr kompliziert.
eine Monte Carlo Simulation. Das ist ein stochastisches Verfahren. Monte Carlo Simulation, ey, das. Naja, google ich jetzt auch noch. Ja, okay. Und da hat und auf jeden Fall der 1. FC Nürnberg hat mehr liegt jetzt Punkte deutlich als drüber. Also liegt ist schön am Überperformen. Da wir sind, glaube ich, bei 5 Punkte drüber oder so. Aufgrund okay. dessen. Aber das ist jetzt auch noch, also die Reaktion von Chaos war halt dann sehr schön, weil er gesagt hat, er fürchtet, dass er mit der Nachfrage jetzt die Regression zur Mitte eingeleitet hat. Also quasi, dass auf die Überperformance jetzt eine Unterperformance folgt. Zu den Pionieren der Monte-Carlo-Methode in den 1940er Jahren gehören Stanislav Ulam, Nikolas Metropolis und John von Neumann. Schöne Namen. Als grundlegende Veröffentlichung gilt eine Arbeit von Metropolis, Edward Teller, Augusta H. Teller, Marshall Rosenblut und Ariana W. Rosenblut. Aha, scheint so ein Familiending gewesen zu sein. ja, okay. Das mein Wikipedia-Beitrag zu diesem Thema. Ich glaube, ich werde mich damit noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen mit dieser Simulation. Das sowas gefällt mir, wenn ich was gar nicht verstehe und dann irgendwelche so Drachenviereck. Dinge drüber lese und danach noch viel weniger verstehe. Aber man ist beschäftigt für eine halbe Stunde. Also ja, müssen wir uns dann Sorgen machen, dass das mit dem Aufstieg vielleicht doch noch nicht so fix ist, wenn der Club im Moment mehr Punkte holt, als er eigentlich sich verdient hätte. Ja, man kann ja durchaus auch sagen, ne, ich glaube, in den letzten 3 Spielzeiten wäre nach Expected Points der HSV immer aufgestiegen. Also von daher kann man auf die Expected Points vielleicht auch pfeifen und sagen, wichtig ist auf dem Platz. Ja, so wollen wir es halten. Ja, mir fällt nicht mehr viel ein. Dir fällt nicht mehr viel ein? Nee, haben wir noch irgendwas? Ja, du hast verpasst zu vergessen, oder du hast verpasst zu sagen, wer den Freistoß vorm 3-0 rausgeholt hat. Nee, weil das Uli Dickmeier ja vorhin ja schon erwähnt hat. Und ich, ja, Nikola. Du passt auch nicht auf, Herr Lehrer. Ja. Heute nee, ich, alle ein bisschen. Alle ein bisschen fahrig. Das geht besser. Nein, ich bewundere das 2-0 von Liverpool gegen Manchester United. Sind heute alle wegen am Underperformen, glaube ich. Ja. Ja. Der Expected Podcast. Ich wollte Valentini loben. Auch noch? Na, ja, jetzt langsam. Ich auch nicht zwei aber gut, ja, da haben wir diesen Vertrag mit Luana Valentini unterschrieben, dass wir mindestens einmal in der Woche Enrico Valentini loben. Obwohl, ja, wer hat mir denn das erzählt? Habe ich das letzte Woche im Podcast schon erzählt, dass Robert Klaus Enrico Valentini als den weltbesten Rechtsverteidiger... Das hast du erzählt, ja. Ja, okay. Dass die Daten, die unterliegenden Daten so gut waren. Ja, und dass jetzt aber am Samstag gleich in der ersten Minute dieser Angriff der Heidenheimer über seine Seite lief, wollte ich mal kritisch anmerken, bevor jetzt der Uli... Da habe ich noch nicht hingeschaut in der ersten Minute. Dann ja, da warst du noch am Bierstand. Ja. Ja. Warum Enrico Valentini loben? Muss man dann natürlich... Weil ich fand, dass er das sehr, sehr ordentlich, also nach vorne sehr, sehr präsent, immer wieder angeschoben und hinten, vor allem in der ersten Minute immer weg, das auch sehr, sehr stabil gespielt hat und dann diese wunderbare Balleroberung hatte, wo er zurückgeht und dann diese Grätsche, also das... Die würde ich mir wenn jetzt schon Lino Tempelmann über den Bett hängen würde, wollte ich gerade sagen, dann würde ich mir diese Valentini-Grätsche drüber hängen. Ja. Aber vielleicht ist noch Platz. Du könntest ja ein Mosaik dir zaubern über diese Aufstiegssaison. Von ich habe es ja als Dominic Marot Gedächtnisgrätsche definiert. Ja. Ja, die war wirklich... Die war richtig schön, also es war eine wirklich wunderschöne Grätsche. Super Grätsche, ja. Also ja gut, zum Glück hast du Enrico Valentini nochmal erwähnt, Uli. Das wäre ein Fehler gewesen, hätten wir den ausgelassen. Müssen wir jetzt da nicht alle loben? Jetzt reicht es dann eigentlich auch. Ja, irgendwann ist genug gelobt, oder? Genug gelobt, ja. Ich habe ein bisschen Angst um die Zeit. Wir sind jetzt gerade erst bei, also hier läuft Minute 51 gerade an. Da wir unser Geschmarri vom Anfang immer noch wegschneiden müssen, weiß ich nicht, ob wir es diesmal über die 1-Stunden-Marke
Es ist einfach, wenn es gut läuft, dann hat man weniger zu bereden. Das ist wirklich ein großes Problem dieses Podcasts. Aber. Nein, aber man kann ja, ich meine, ich habe ja am Anfang doch gesagt, ne, ich fand es gar nicht so gut. Ich meine, das war natürlich. Ja, eben, schimpf noch mal schnell und dann reden wir noch über Sitzen. Ja, genau. Nein, es waren halt durchaus, es war jetzt nicht so, dass das ein 4-0 war, das vor Dominanz so gestürzt hat, sondern das war halt in den entscheidenden Momenten war Christian Mantegna da, in den entscheidenden Momenten hat man bei den Fernschüssen halt auch Glück und also es ist jetzt nicht so, dass es unverdient war, um Gottes Willen, also auch wenn man wahrscheinlich, also Frank Schmidt hat dann gemeint, ja, wenn man auf die Daten guckt, dann könnte man auch von einem ausgeglichenen Spiel sprechen. Das lag dann natürlich auch so ein bisschen an der Entwicklung des Ganzen, ne? Weil wenn du 2-0 vorn bist, dann spielst du natürlich auch ein bisschen anders oder 3-0, dann nach dem 3-0 ist ja das Spiel dann auch ausgelaufen so ein bisschen. Also von daher, das stimmt schon. Aber es war trotzdem nicht so, dass es jetzt von Anfang an klar war, dass das Spiel da 4-0 ausgeht und so. Ich habe da eine andere Meinung, weil ich wusste ja schon vor dem Spiel. Du warst ja schon Wochen ja. vorher. Ja. Wie oft hast du vorher schon 4-0 vorhergesagt? Ehrlicherweise selten, weil ich ja meistens auf 7-0 tippe. Deshalb, ich musste bloß ein bisschen anspruchsloser werden in meinen Tipps und zack, sind sie schon richtig. Also ich werde jetzt immer 4-0 tippen. Mal schauen, wie lange diese Serie hält. Wollen wir über die auch noch, wie viel? 11 Spiele ohne Niederlage in den letzten, keine Ahnung, saisonübergreifend so und so viel, nur eine? Also, ich glaube, eine in den letzten 23, wenn ich es richtig Pflichtspielen, wenn ich es im Kopf habe. Das ist ja fast eine ganze Saison. Also fast. Ja. Zählen wir Pokalniederlagen dann eigentlich dazu, wenn die jetzt gegen den HSV vielleicht verlieren sollten? Nee. Oder bleiben wir in der Liga ungeschlagen? Das kommt darauf an, je nachdem, wenn sie gewinnen, dann zählt es natürlich dazu und ansonsten rechnet man es einfach raus. Genau. Haben wir Ulm mit eingerechnet? Also bei den Pflichtspielen habe ich es mit eingerechnet, bei den 23. Weil sonst sind es halt 22, eine in 22 Ligaspielen. Oder man rechnet einfach einen HSV raus und sagt, nie verloren, HSV gibt's nicht. Ja, genau. Pokal am Dienstag, da müssen wir da am Mittwoch einen Podcast machen, nee, ne? Oder? Das kommt aufs Spiel wahrscheinlich drauf. Das kommt aufs Spiel an, ja. Naja, dann machen wir das wieder mal spontan und auf Zuruf. Ich habe auch den HSV, ich habe zu viel Fußball geguckt an diesem Wochenende, so ein bisschen gesehen am Freitagabend, als sie in Paderborn wieder mal so ein sehr spätes Siegtor oder ein sehr spätes Tor erzielt haben. Wer ist denn da Favorit? Das haben wir die Spieler nach dem Spiel auch gefragt. Die wollten sich nicht so recht festlegen. Ja, okay. Valentin hat gesagt, HSV ist immer Favorit. Oder immer so. Favorit. Ja, in der zweiten Liga, hat er dann aber gesagt. Und es ist ja kein Zweitligaspiel. Ah. Also. Sehr gut. Ja. Und ihr wollt euch auch nicht festlegen, ne? Ja, normalerweise ist der HSV schon Favorit, egal was ist. Uli? Hau mal weg. Ja. Ich tippe mal auf 4-0. Rechnet ihr mit größeren Veränderungen in der Startelf oder nimmt man diesen Schwung mit? Robert Klaus hat ja gesagt, dass das dritte Spiel in dieser Woche dann immer das komplizierteste ist, also das am Freitagabend in Darmstadt. Uli, wird da jetzt für den Dienstag munter durcheinander gewechselt oder wird genau diese Mannschaft wieder zu Beginn auf dem Platz stehen? Glaube jetzt nicht, dass er viel ändern wird. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche Blessuren noch aus dem Spiel mitgenommen wurden. Aber jetzt glaube ich, leistungstechnisch gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und die Aussicht, dann in Pokalrunde weiterzukommen, ist ja dann doch auch nicht so unspannend. Also deswegen denke ich, da wird es jetzt keine großen Änderungen geben. Um wie viel Geld geht's da? Ich schaue sowas immer nicht nach. Wie viel gibt's für das? Viel? Glaub schon. Eine Lino-Tempelmann-Verpflichtung ist da dann drin, wenn man in die nächste Runde kommt. Das große Lino-Tempelmann-Spiel. Ne? Da müsste man jetzt wissen, ja. Wollten wir nicht schon Tom Kraus kaufen? Ja, wir müssen alles. Das ist ja... Wir müssen noch zwei Runden weiterkommen. Ja. Das haut das nicht hin. Nee, fürs Erreichen der zweiten Runde gibt es 351.000 Euro und fürs Achtelfinale 700.000 Euro.
Was, so wenig? Viertelfinale. Das kann doch nicht sein, dass es... Gerade mal der linke Fuß von Tempelmann. Ja, eben. Ja, dann Viertelfinale 1,4 Millionen, Halbfinale 2,8, Pokalverlierer 3,5 und Pokalsieger 4,5 Millionen. Dass die Bayern da überhaupt also noch mitspielen Jahr bei diesen lächerlichen Summen. Naja. Also müssen sie eigentlich ins Finale kommen, um dann das Finale gewinnen, um Tom Kraus und Lino Tempelmann fest zu verpflichten. Für die Europa League, ja. Ja. Ah ja, stimmt. Das wäre ja ein netter Nebeneffekt. Ich darf nicht immer nur so aufs Geld schauen, sondern muss auch an Ruhm und Dingsbums und sowas. Okay. Ja, also 4-0 gegen den HSV. Und dann, also bei 4-0 machen wir auf jeden Fall einen Podcast, nur damit ich sagen kann, dass ich 4-0 getippt habe. Das Problem an diesen Unter-der-Woche-Podcasts ist immer, dass... Du hast doch frei am Mittwoch. Du kannst gar keinen Podcast machen. Siehste. Naja, das geht schon. Das sind ja fließende Arbeitszeiten. Dann nehme ich am Donnerstag frei. Das ist mir eh lieber, weil da bin ich Tagesreporter. Und das. Diese Unter-der-Woche-Podcasts zerstören halt immer die Zahlen, ne? Wenn dann vom wenn dann Montags, noch einer kommt. Ja, das ist ein bisschen doof, aber naja. Naja, also bei mir wird, ich sag's auch gleich, ich hab ja noch so einen anderen Job, der wird's wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Deshalb bin ich auch noch am Überlegen, ob ich am Dienstag überhaupt rausgehe, weil wenn das dann bis um 1 dauert und ich muss da um 6 dann am nächsten Früh wieder aufstehen, naja. Naja, du hast ja keinen so langen Nachhauseweg. Das ist durchaus korrekt, aber ich habe einen langen Weg in die Arbeit. Ja, okay, dann überlegst du das und wir... Uli, wie zu viel? Haben wir über Darmstadt gar nicht geredet, ne? Theoretisch, wenn wir keinen Podcast machen, hätten wir eigentlich schon über Darmstadt reden müssen. Ja, aber machen wir das? Reden wir eigentlich immer über die kommenden Gegner eigentlich nicht, ne? Naja, wir haben ja kein Konzept. Das ist halt immer so, wie es uns einfällt. Sagst du. Also reden wir nicht über Darmstadt. Nee. Nächste Woche reden wir über Darmstadt. Ja, das langt vollkommen. Irgendjemand hat ihre intelligenten Transfers gelobt. Alles warst du, Flo, oder? In einem der letzten Podcasts. Ja, gut, das ist, man merkt es halt an manchen Stellen, dass sie halt dann doch datenbasiert nehmen. Also zumindest teilweise. Also nicht nur. Ja. Thorsten Lieberknecht wird jetzt den Tietz wahrscheinlich schon selber vorgeschlagen haben, nachdem er den aus Braunschweig kennt, aber der trifft ja doch ganz gut. Aber Luca Pfeiffer ist zum Beispiel so jemand, der über die Daten kommt, genauso wie Emir Karic, also da sind so ein paar Spieler dabei, wo ich sage, da sieht man ganz deutlich, wo die Idee herkommt. Mhm. Ja, gute Idee, trotzdem stehen sie hinter dem ersten FC in Nürnberg, aber... Aber das lag vor allem an dem Start, denke ich, wo sie zwei Spiele hatten, wo sie dann teilweise 16-Jährigen einsetzen mussten, weil durch Corona und Quarantänemaßnahmen dann das alles etwas verzerrt war. Na gut. Schauen wir mal. Ist der Club da Favorit? Ja, ich stell heute die richtigen Fragen. Eher nicht, ne? Auch nicht. Also das heißt in Darmstadt, naja, wenn man rechnet, wenn man das Ding rausnimmt, dieses Spiel gegen Regensburg, dass sie da 2-0 verloren haben mit Rumpfkader, dann haben sie, glaube ich, 14-1 Tore und 4 Siege aus 4 Spielen in Darmstadt. Also nun ja. Auseinandergeschrieben. Irgendein Ex-Fürther köpft schon wieder ins eigene Tor noch. Wahrscheinlich. Der spielt jetzt in Bremen, ne? Ja, der Ex-Fürther. Dann halt der andere. Um wen geht's? 2-0 für Real. Vasquez 90. Nikolai Rapp. 4. Ja. Ah. Ah, der hat das denkwürdige Tor kurz vor Schluss, wo der über den Torwart ins. Da war ich dabei. War sehr lustig. Das war wirklich lustig, ja. Und es gibt sehr gute Bratwürste in Darmstadt. Das muss man. Mit oder ohne Stadionkarte? Ohne. An einem großen Schwenkgrill werden die zubereitet. Das ist stimmt. Sehr gut. Also da lohnt sich ein Ausflug hin nach Darmstadt. Aber den wird für uns Wolfgang Raas machen, wenn ich mich recht entsinne. So, jetzt haben wir eine Stunde. Ja, über Essen haben wir gerade 3-0 gemacht, also alles gut. Alles klar. Wer spielt in der Bundesliga jetzt gerade noch gegeneinander? Union spielt in Stuttgart, also quasi Berliner Derby zwischen VfB und Union. Und
steht es 1-0 für Union. Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden, warum das ein Berliner Derby ist. Weil so viele Schwaben in Berlin wohnen. Ah, jetzt. Aber es ist in Stuttgart, also von daher nur so halblustig. Ja, du merkst auch, dass wir jetzt nicht so... Ja, wir sind doch alle unaufmerksam, das haben wir doch schon geklärt. Ja. Die Expected Gag-Dichte ist heute wieder sehr gering. Sehr gering, ne? Es sind aber lauter Unexpected Gags, das ist ja das Problem. Deswegen versteht es ja auch keiner. Ja. So. Über Essen müssen wir nicht noch sprechen, haben ne? Haben wir ja jetzt mit der Wurst eigentlich auch. Ja, ne? Das stimmt. Ich werde mir jetzt einen. Ich habe versucht, einen Leinburger mir zu besorgen, vergangene Woche. Aber der Getränkehändler meiner Wahl führt das nicht, obwohl er eigentlich eine relativ große, weil das ja auch auf Twitter jetzt hier ein bisschen rumging mit dem Leinburger. Aber naja, gut. Kriege ich schon noch hin. Mal in den anderen Getränkemarkt. Was machen wir noch? Gerch vielleicht? Erstmal den alten auflösen. Ja. Du bist auf einmal so leise, Uli, man hört dich. Echt? Gar nicht mehr. Ja, ich finde das nicht. Ja. Aber sag ich mal, letzte Woche. Stimme versagt langsam. Ja. Ja, super. Wer war der Gerch letzte Woche? Ihr wusstet es beide. Ich habe ihn vorgelegt. Vladimir Barreto. Der Bruder von Kakao. Ne? Jo. Ja. War leicht. Naja. Kommt drauf an. Ich meine, wenn man da einen Club verfolgt hat, dann ja. Ansonsten, ich meine, wenn er nur eine Saison da ist, ist immer sowas. Ne? Ja. Aber so viele Brüderpaare beim Club, wo der eine Nationalspieler geworden ist, gibt es jetzt nicht. Nee. Wahrscheinlich. Naja, in dieser Sekunde fallen anderen wahrscheinlich 10 ein oder sowas. Aber. Okay, und jetzt haben wir einen, den der Uli heute im Schweiße seines Angesichts noch vorbereitet hat und von dem ich jetzt schon sagen kann, dass ich ihn erraten werde. Da muss ich aber noch einmal einen Moment mal sprühen, weil sonst schaffe ich das heute nicht erst lang. Schön, das erste Mal. Und sogar das richtige Spray erwischt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich lande zu. Okay, dann fange ich mal an. Ja. Also. Eigentlich sollte Gerch nach sehr erfolgreichen Jahren bei Schwarz-Weiß Essen und dem VfL Bochum, den er als Kapitän und Rekordtorschütze zum Aufstieg in die Bundesliga geschossen hatte, zu Real Madrid wechseln. Okay, ich bin jetzt schon raus. Kommt noch viel lustiger. Dort sollte der dreifache B-Nationalspieler, der unter anderem auch vom FC Bayern und Feyenoord Rotterdam umworben wurde, aber vom VfL keine Freigabe erhalten hatte, einen gewissen Santillana ersetzen. Dem spanischen Stürmer drohte das Karriereende, weil er angeblich nur eine Niere hatte. Kurz vor Vertragsabschluss fanden die Vereinsärzte bei einer Nachuntersuchung dann überraschend doch noch eine zweite Niere, seit der Wechsel platzte. Ich habe ja gesagt, los. Der Gerd Müller des Ruhrgebiets blieb zunächst in Bochum und ging 2 Jahre später dann statt zu Real halt zum Club für die wahnwitzige Ablösesumme von 666.000 Mark, die ihn zum damals zweiteuersten Bundesliga-Profi nach Jupp Kapellmann machte. Für den damaligen Zweitligisten erzielte Gerch trotz einer gleich im ersten Training erlittenen schweren Verletzung in den ersten 3 Jahren zwar jeweils 21 Tore, konnte Nürnberg damit aber nicht zurück in die Bundesliga schießen. Das sollte erst im 4. Jahr gelingen. In den legendären Entscheidungsspielen gegen Rot-Weiß Essen traf der Torjäger je einmal. In der Bundesliga kam der mittlerweile 33-jährige Gerch aus Verletzungsgründen dann nur noch sporadisch zum Einsatz. In 9 Einsätzen sollte ihm nach 71 Toren in 127 Spielen für den Club kein weiterer Treffer mehr gelingen. Den Wechsel zum Club bezeichnet er später als einen meiner größten Fehler. Gerch kickte noch 2 Jahre als Spielertrainer beim TSV Rottenbach, ehe sein Leben dann wegen einer Spielsucht zusehends aus den Fugen geriet. Nach einer langen Fußballpause betreute er von 2007 bis 2009 den Bochumer Stadtteilclub SG Lindenthalhausen. Nach Gerch wurde später sogar ein Plattenlabel benannt, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Auf I Saw Gerch Kicks at Ball Records wurden unter anderem ausgewählte Radioreportagen von Günter Koch und die Compilation Spitzenreiter 22 goldene Fußballklassiker veröffentlicht. Fertig. Ah, großartig. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste ja, doch. Ja, ich müsste es eigentlich auch wissen. Ich hatte einen Tipp, der war falsch. Du hast es schon beantwortet, Flo? Ja, ich habe es beantwortet, ja. Ja, und auch richtig, natürlich. Ah,
ich finde die Ablösesumme von 666.000 Mark hat so was Satanistisches. Ja, das ist ein Statement. 666, die Ablösesumme. Ein großartiger Geist. Ich kriege ihn noch raus. Ich schreibe dir. Hast du noch ein wenig Zeit. Ja. Real Madrid natürlich auch passend zum Abpfiff vom Klassiko mit 2-1 am Ende. Oh, doch noch. Auch noch eins kassiert. Naja, dann beenden wir jetzt diesen Klassiko der Stopp, ich muss noch ich muss meinen guten alten Kumpel Jörg noch grüßen, das habe ich vergessen. Grüße. Und versprochen vor allem, der extra aus Zürich angereist ist zu diesem wunderbaren Fußballspiel am Samstag und den ich jetzt natürlich verpflichtet habe, dass er jetzt immer kommen muss. Also, ja. Jörg, liebe Grüße, komm bald wieder. War schön. Das gilt auch für die Kinderreporter, die da waren, ne? Auch die Kinderreporter. Mhm. Die saßen vor uns mit unserer Kollegin Melanie Kunze. Waren die Kinderreporter im Stadion, waren dann auch in der Pressekonferenz, in der Mixed Zone. Vielleicht waren die auch die Glücksbringer. Also und Harald Büttner, mein ehemaliger Sportchef der Nürnberger Zeitung, war auch da nach langer Zeit. Also wenn die alle wieder kommen, dann klappt es vielleicht auch im nächsten Heimspiel. Mit dem Aufstieg. Ich muss nämlich tatsächlich auch mal um die Kinderreporter kümmern. Also da kann man sich bewerben bei der Zeitung und dann darf man, ich glaube eine Woche geht es oder drei Tage, keine Ahnung, in die Redaktion kommen, zumindest in Vor-Pandemie-Zeiten war das so. Und dann müssen wir waren damals drei Redakteure, jeder oder jede musste sich ein Thema ausdenken für die Kinderreporter, dass die dann bearbeiten können, gemeinsam mit dem Redakteur in der Zeit. Und ich hatte mir natürlich kein Thema ausgedacht und musste dann freestylen und habe dann das grandiose Thema erfunden, was machen eigentlich Fische den ganzen Tag? Und das war tatsächlich großartig, weil wir dann, da war damals irgendwo in der Nähe vom Volksfestplatz so ein Riesenaquarium aufgebaut. Was war denn das? Irgendwie? Sea Life. Sea Life, genau. Da sind wir hin und haben uns Sachen erklären lassen. Und dann sind wir zur Fisch- und Wildhandlung Bernet. Was nicht so die ganz geile Idee war von mir, gefahren, um zu sehen, wie die Tage der Fische enden, mehr oder weniger. Und da wurde dann vor unseren Augen ein Karpfen geschlachtet, was einen der Kinderreporter traumatisiert hat, der den Laden dann speiend verlassen musste. Grüße von dieser Stelle, tut mir sehr leid. Seitdem hat mich erstaunlicherweise nie wieder jemand gefragt, ob ich mich um die Kinderreporter und KinderreporterInnen kümmern will. Naja, zu Recht. Tut mir echt leid. Aber sind die am Wochenende ein bisschen besser weggekommen beim Club. Ja, glaube ich auch. Da muss man auch immer Angst haben, dass die Kinder irgendwie traumatisiert sind. Ich denke immer noch an diese Aktion vom Club zurück, wo sie die Schulanfänger irgendwie mit Freikarten versorgt haben und dann haben sie irgendwie daheim gegen Bielefeld verloren oder was war das? Ganz furchtbar. Und dann haben sie nochmal eingeladen als Wiedergutmachung und dann haben sie wieder gegen Nabellen letzten verloren. Als würde ich beim 1. FC Nürnberg arbeiten in der Marketingabteilung. Aber jetzt ist es zum Ende hin, haben wir doch nochmal geschmunzelt. Also, sonst noch was? Flo, du auch noch einen Schwank aus deinem Leben, oder? Langt's jetzt. Aus meiner Praktikumszeit bei der NZ, oder? Ja, nee, lass mal, besser. Nee, lieber nicht. Ja. Nee, ich grüße noch meinen Kumpel Andi, weil ich den gar nicht erwähnt habe, dieses Podcast. Ich wollte auch noch meinen Freund Jörg grüßen und dann fragen, ob du vielleicht auch noch einen Kumpel hast, der Jörg heißt, dann... Ich habe zwei Kollegen, die Jörg heißen. Okay, aber du würdest sie nicht als Kumpels bezeichnen? Das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber vielleicht... Ich mag beide Kollegen, aber jetzt Kumpels ist vielleicht ein bisschen... Wünschen die sich das? Heißen Jörgs eigentlich ausgeschrieben Jürgen oder ist das ein eigenständiger Name? Damit hätten wir wieder die Klammer, ne? Genau. Ja, Jürgen. Na gut, jetzt hören wir auf. Bevor wir noch Froschwitze machen, alles gut. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden, vielen Dank allen Zuhörenden und bis irgendwann mal. Tschüss. Servus. Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.